Frühjahrsklausur der Freie Wähler Landtagsfraktion in Erlangen. Zu Beginn des zweitägigen Treffens befassten sich die Abgeordneten erneut mit der Situation der GBW-Mieter in Bayern. Die Befürchtungen der Freien Wähler und der Mieterschützer scheinen sich zu bewahrheiten. Die früheren Sozialwohnungen werden nämlich allmählich verkauft, die Mieten steigen und die Bewohner fürchten um ihr Zuhause. Allein in Erlangen sind rund 4000 Mieter von enormen Kostensteigerungen betroffen. Vor Ort ließen sich die Abgeordneten von der GBW-Mietergemeinschaft über die neuesten Entwicklungen informieren. Wir stellen auf alle Fälle fest, dass die Mieter der GBW-Wohnungen voller Angst sind, voller Zukunftsangst sind, und wir fordern hier Herrn Seehofer auf, dieses Thema endlich zur Chefsache zu machen. Er muss hier rauskommen, muss mit den Mietern sprechen und muss sich anschauen, wie hier Realität abweicht von dem, was im Ministerium verkündet wird. Die vereinbarte Sozialcharta werde bewusst umgangen, so Aiwanger. Die Mieter wüssten nicht, wem die Häuser jetzt gehörten und wie lange sie dort noch wohnen könnten. Aiwanger befürchtet, dass die bayernweit 80.000 Mieter aus den Wohnungen heraussaniert werden und bezahlbarer Wohnraum in Erlangen bald nicht mehr zu finden ist. Die Freien Wähler werden sich auch weiterhin für die Belange der GBW-Mieter einsetzen und die Staatsregierung unter Druck setzen. Ein weiterer Vororttermin führte die Fraktion an die Universität Erlangen-Nürnberg. Die Abgeordneten informierten sich im Gespräch mit der Universitätsleitung sowie Studentenvertretern über aktuelle Sorgen und Anliegen der Hochschule. Das größte Problem und die größte Herausforderung in Erlangen an der Universität ist die bauliche Substanz der Gebäude der 60er und 70er Jahre. Hier ist ein enormer Sanierungsbedarf, hier ist ein enormer Bedarf an Neubauten. Denn manche Bauten aus den 60er, 70er Jahren sind überhaupt nicht mehr sanierungsfähig. Das ist das größte Problem, das die Universität Erlangen hat bei steigenden Studentenzahlen. Es sei unabdingbar, dass der Freistaat hier mehr Geld in die Hand nehme, um die richtigen Weichen für die Bildung der kommenden Generationen zu stellen, forderte Bauer. Den Studierendenvertretern war die Einführung eines einheitlichen, günstigen Semestertickets ein wichtiges Anliegen, insbesondere wegen der weit verstreuten Universitätsgebäude. Bauer sprach sich in diesem Zusammenhang für die Einführung eines Semestertickets nach Münchner Vorbild aus, ein Sockelbetrag plus streckenabhängige Zuschläge. Dann könnten die Studenten preisgünstig den öffentlichen Nahverkehr nutzen und so den Straßenverkehr entlasten. Den ereignisreichen Tag ließen die Freien Wähler bei einem Abendessen mit lokalen Mandatsträgern ausklingen. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand dabei das Volksbegehren zur Wiedereinführung der neunjährigen Gymnasialzeit. Wir Freien Wähler sind überzeugt, dass dieses Volksbegehren Erfolg hat, weil es Sinn hat, weil immer mehr Leute einsehen, nur mit einem erfolgreichen Volksbegehren bekommen wir wieder die Möglichkeit, eine neunjährige Gymnasialform überhaupt anbieten zu können. Wie das dann im Detail aussieht, darüber entscheidet ja sowieso im Nachgang erst das Ministerium. Und all die verschiedenen Varianten eines G9, die derzeit diskutiert werden, die finden sich alle in unserem großen Modell wieder. Die Freien Wähler hätten sich zur Bildungspartei entwickelt und seien hier zum Antreiber der Staatsregierung geworden. Diese sei inhaltlich derzeit äußerst schwach aufgestellt und werde daher über kurz oder lang bei vielen Themen auf die Linie der Freien Wähler einschwenken, zeigte sich Aiwanger zuversichtlich. Zum Abschluss ihrer Frühjahrsklausur hat sich die Freie Wähler Landtagsfraktion im Karpfenland Aischgrund über die Situation der Karpfenteichwirte informiert. Die Karpfenteichwirtschaft spielt in Mittelfranken eine wichtige wirtschaftliche Rolle, hat eine Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht und ist ein wichtiges Aushängeschild für den Tourismus. Allerdings gibt es zahlreiche Probleme, mit denen die Teichwirte aktuell zu kämpfen haben. Bürokratie gibt's. Bürokratieumsetzung ist unser erstes Problem, wie vor Ort ausgeführt werden, Wasserrechtsverordnungen, Genehmigungsverfahren. Dann das nächste ist der Kormoran, Schädling, das können Sie sich vorstellen wie ja, eine Maus in der Speisekammer, so frisst er unsere Karpfen an und niemand kümmert sich drum. Um diese Problematik in den Griff zu bekommen, wurde im Aischgrund ein Modellprojekt durchgeführt, das sich bewährt hat. Die Freien Wähler fordern deshalb, dieses Modell, bei dem auch in Schutzgebieten auf den Kormoran zurückgegriffen werden darf, in ganz Bayern zu etablieren. Die Teichwirtschaft muss nach Überzeugung der Freien Wähler nicht nur geschützt, sondern sogar ausgebaut werden. Mit ihrer regionalen Wertschöpfung und heimischen gesunden Lebensmitteln entspreche sie schließlich genau dem Zeitgeist.